Servus! Welchen fragt er nicht weg, wenn ich sage, Mann? Hallo Leute, na, wie geht's? Wir spielen heute Age of Conan Unchained. Grüße, Grüße. Ja. Na, so, erstmal die Alte anbrüllen. Na, na und euch geht's auch gut, ja? Alter. So. Wirklich Alter, ey. Hier, komm, Alter. So, wir müssen uns jetzt einen Charakter erstellen. Willst du PvE machen oder PvP? PvP bedeutet wohl, wir können von jedem angegriffen werden. Ich will PvE. PvE. Gut, dann nehmen wir Krom. Und dann auf erstellen. Ach, dann auf erstellen. Ah. Ja. So, jetzt kommt hier ein schöner Ladebildschirm. Es wird geladen. Ich überlege, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Oh, jetzt kommt ein Bild. Oh, jetzt kommt was. Oh. Oh. Ach so, ich dachte, jetzt kommt ein Video. Nee. Charaktername? Muss man sich für jeden Charakter extra den Namen einzeln aussuchen, oder? Ja, versucht eben. Kaiser. Auf jeden Fall erstmal männlich. Franz. Oh, er will nicht mitspielen mit Kaiser Franz. Ja. Wie sieht das denn aus, Kaiser Franz zusammengeschrieben? Vielleicht. Ich überlege jetzt, was ich nehme. Ein Cimmeria. Cimmeria war ja Conan selber auch, ne? Der Conan war ja Cimmeria. Stygia waren ja die Bösen da. Die seine Familie getötet haben und so. Achso. Okay. Kital kann ich nicht spielen. Nee, weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung. Lass Cimmeria nehmen, oder? Ja, lass uns die nehmen. Die ist hässlich. Vortrefflich. So, Eroberer. Plattenrüstung, schwere Rüstung. Ja, okay, das nehme ich. Steht da Eroberer? Achso, Eroberi. Achso, Name, ja genau. Das kommt ja auch noch. Moment, das will auch noch. Plattenrüstung, schwere Rüstung, schwere Rüstung. Hier kann man noch anpassen, also die Optik wahrscheinlich. Körperbau. Oh, kannst du richtig fett machen oder richtig dünn? Soldat. Listerin. Schurke. Dein Charakter muss ja eher so im sehr stämmig Dickbereich sein, oder? Ne. Geht. Ja. Körpergröße, du kannst den richtig groß machen. Wow. Oder richtig klein. Keine Ahnung, ich kenne das auch nicht hier. Barbaren. Hautfarbe. Ich nehme Waldwelferi. So, alles gleich. Wo ist denn Hautfarbe? Ja. Also auf anpassen. Ja. Körperdetails, Kelch des Lebens. Ach so, das sind die Tattoos, da. Stimmensatz. Selbsteinschätzung. Oh mein Motiv. Gott. Motiv. Unterstützend. Vom Bär verwundet. Das sieht doch gut aus. Dünn. Säbelhieb. Achso, da an der Seite. Skull. Dolchwunde. Schwertwunde. Riesige Weisheit. Heilige Weisheit. Heilige Weisheit kommt aber auch nicht schlecht. Erdgebunden. Oh, das ist komplett tätowiert. Pfadfinder. Naja. Furchtlos. Ja, furchtlos ist eigentlich genau mein Ding, aber ist ja nur auf dem Arm. Geht über den ganzen Körper. Keine Kennzeichen. Ey, was? Ruhiger Arm. Zielsicher. Freundschaft. Das ist also Kacke, die. Ich will auch vom Körper was haben. Hier gibt's so viele. Ja. Dolchwut. Schwert. Guter Anführer, der Kelch des Lebens, das hatten wir ja schon. Vom Bär verwundet. Ah, komm, ich nehme vom Bär verwundet. Ne, ich nehme die Weisheit. Baumstamm der Beschützung. Ne, ja, das. Heilige Weisheit, yeah. Nein, ich nehme vielleicht doch die Wunde. Ach, scheiße, das ist egal. Gesicht neugierig. Ich habe so an den Seiten. Ich habe, weißt du, ich habe oben keine Haare, aber an den Seiten so. Und dann hier so ein Pornoschnäuzer. Augenfarbe nehme ich so richtig eisblau. Oh ja, das sieht krass aus.
Gesicht neugierig. Von hier, hier steht's ja, Frisur halbglatze und ungepflegt. Ja, es ist glatzköpfig und dick. Alter, halbglatze und kurz. Und wieso? Mittellang ungewaschen. Mittellang Arbeiterfrisur. Oh, die ist ja stylisch. Ne, ich gehe erstmal auf Schnurrbart. Ohne Schnurrbart. Und so ein Wikingerbart, geflochtener Bart, Ziegenbart. Das sieht ja stylisch aus. Lockiger Bart. Also wie jetzt angesagt ist, ne, wie ihn alle tragen. Langer Bart. Der lange Bart hat aber auch was, das sieht irgendwie edel aus. Oder Kurzbart, der vielleicht ein Kurzbart. Backenbart. Hängender Schnurrbart, das sieht richtig so aus hier wie so Ming Tai, so ein Asiate. Normaler Schnurrbart, keine Gesichtsbehaarung. Nee, pass auf, dann nehme ich den Kurzbart. Obwohl Backenbart, das sieht, Backenbart sieht so aus, entweder so nach Euskin oder so Pirat. Kurzbart. Oh, mittellange Arbeiterfrisur. Gibt's auch noch lange? Mittellang ungewaschen, das ist ein Unterschied. So. Halbglatze und kurz. Glatzköpfig und dicker, so. Ne, dann nehme ich das so. Haarfarbe, ja, können wir so lassen. Gesichtsdetails. Also Gesicht neugierig. Edler Wilder. Entschlossen. Kann man kaum noch sehen, irgendwie. Ernst. Furchtlos. Oh ja, furchtlos, kommt gut. Na, stellt sich hier ein Charakter, wird sich auf jeden Fall nicht aussieht, so, weißt du? Der Bär. Der Bär mit Gesichtsbemalung, alles klar. Also ich wäre soweit. Oh, hier gibt's noch fortgeschritten. Was ist das? Brust. Oh, da kannst du einzeln alle. Erkältungsblase. Gesund. So, Mann. Blaues Auge. Schlaflos. Also, ich wäre soweit nochmal, ne? Moment. Echt jetzt, ey. Ich nehme den Herbsttiegel. So. Fortgeschritten brauchst du nicht klicken, da kannst du alles einzeln, jede Körperregion einzeln modifizieren, aber würde ich das. Nee. Also ich. Ja, klicken wir drauf. So. Wollt ihr diesen Namen wirklich wählen? Jo. Akzeptieren. Der Name Kaiser Frey. Was? Meiner ist auch weg. Alter. Was? Okay. Oh. Okay, ich hab den anderen genommen. Oh, der ist frei. Oh. Was kommt jetzt? Mann, ey. Insel Tortage. Halt alt gedrückt, um zur alternative Schnellleiste zu wählen. Okay. Sprag, was ist das? Sprag, alle Namen sind weg. Nenn dich doch Big Horst. Oder Big Fancy. Oh, Video. Wie seid man an diesen Ort gebunden? Gut, Big Fancy. Geht. Ja. Ich bin hier gerade so am Ertrinken irgendwie oder so. Gut, klar denn. Jetzt zieht mich eine Macht wieder nach oben aus dem Wasser. Ja, bei mir wird geladen. Ich höre Fliegen. Wird geladen. Wird geladen. Insel Tortage. Insel Tortage. Hm. Ja, du siehst genau das, was ich auch gerade gesehen habe. Oh. Jetzt läuft hier einer. Du bist also noch nicht ganz tot. Das hier ist Tortage, der Piratenhafen. Juwel der Bachachan-Inseln. Im Westen liegt Atlantis, stumm und tot unter dem offenen Meer. Im Osten liegt Hyboria,
wo der Weltuntergang naht. Okay. Jetzt spricht er nicht weiter, er steht aber nur unter Texter. Wenn du nach Tortage kommst und jetzt geh, finde Sadur, erkaufe dir dein Leben durch seinen Tod. Okay. Die Grafik ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie die eingestellt ist, weil mir das gar nicht angezeigt wurde. Ja. So, Membership, ach ja, nee, kein Bock. Mounts, du kannst hier echt guter Scheiße kaufen, ne? Aber ich habe ja eh noch kein Gold und gar nichts. Ich werde zu, ne? Muss halt sein. Ja, ja, ja. Das Modell sieht nicht so gut aus, kurz hier. Ich lasse das erstmal so, ich stelle hier nichts um. Guck auf die Markierung links, um mehr zu erfahren. Bewegung, Grundlagen, erste Schritte. WA und SD, vorwärts, rückwärts, drücken die Ruck. Drück Z oder Z. Z oder C, ne? Mal scheiß angeordnet lassen. Mit der Taste springt ihr. Umsehen. Haltet die linke Maustaste gedrückt, um die Kamera um euch herumzudrehen. Du kriegst ja aber die ganze Figur mit, ne? Erste Schritte. Ja, die Grafik, das ist Age of Conan Herborian Adventures at Chained Rivers. Gut, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob wir zusammenspielen können. Ich glaube, wir müssen das erstmal so separat machen. Ja. Tutorials, Grundlagen, die Tutorials, Walkthrough, bla bla, umsehen, halt den Ding aus. Oh, hier steht schon alles. Ja. Hier ist irgendwas. Hilfe, ach so. Dieses Kennzeichen, ja, ja, ja. Zerbrochenes Ruder habe ich erhalten. Was ist denn das so eigentlich? Sprint. Eine rasche Bewegung. Was ist der Scheiß hier? Aha. Was ist denn das hier? Da bin ich und da muss ich hin. Casilla. Was ist das? Wiederbelebungspunkt. Okay. Oh, das kenne ich noch vom ersten Mal, als ich gespielt habe, aber da hat es nicht so geruckelt. Warum ruckelt's hier? Bist du noch mental anwesend? Ah, ja, ich ein freundliches Gesicht die, unter so viel Hässlichkeit. Ich hier habe und ja. Ah, cool. Sehr schön. Du willst Eisenketten zerschneiden? Bist du verrückt? Du brauchst einen Schlüssel. Oh Gott, wer hat den Schlüssel? Der Plünderer hat den Schlüssel. Er ist ein unbedeutender Räuberhauptmann aus Tortage. Er und okay. Seine Bande sind... Bitte beeil dich. Jo. Er ist am Strand, na dann leb wohl. Was muss man weitermachen? Die labert mir zu viel. Was ist das hier? Questziel, den Plünderer töten. Questziel, Dschungel betreten. Okay, erstmal den Plünderer umnieten. Was machst du? Was für ein Dschungel? Ach, da ist eine Quest. Ja. Ah, so. Oh, Splatter, Splatter. Oh ja, hier spritzt Blut. Der hält aber was aus. Ich klick das hier alles, ey. Ich bin so ein Klicker. Oh, ich hab irgendwas Feger. Aha, okay, hier gibt's sogar Loot. Alles neben gibt kein Auto plündern. Wie heißt du denn? Ja, Unericon. Ach so, oh. Okay, das ist ein bisschen schwieriger Name. Soll ich buchstabieren? Ja, bitte. Groß O. Ja. N.
Wenn wir nur was wollen, ja? N-E-I-R-I-C-O-N. Hab ich hier Taschen? Wollt ihr euch Big Franzi anschließen? Ah! Big Franzi! Get the fuck off, Mensch! Öffnet die Tasche. Ja, keine Ahnung. Da braucht jemand Hilfe. Was ist das für ein Shit? Okay, ich lasse das erstmal. So, den. Ich häng hier an irgendeinem komischen Ding fest. Die Grafik kam irgendwie besser vor damals, aber. Ja? Ja gut, damals war auch 2010, ne? Das Spiel von 2008, wenn ich mich recht entsinne. Und ich danke jeden Morgen den Göttern, dass du mich gefunden hast. Nicht auf der Komm, Karte gehen wir in die Stadt. Sobald wir sicher sind. Wahrscheinlich ist das noch das Anfangsding und man kann noch nicht. Geht die jetzt es in die. Es ist schön, dich zu sehen. Ich suche einen Sklavenhändler. Tatsächlich ist das nicht schon genug. Es ist jemand erkannt, dass eure Gruppe in einer anderen. Wollt ihr die Instanz jetzt wechseln? Okay, ich wechsle jetzt. Wahrscheinlich zu dir. Oder alles stürzt ab. Okay, jetzt sehe ich das irgendwie wieder. Die Götter seien mit dir. Okay. Was ist? Öffnet die Tasche. Ich muss ja eigentlich zur Stadt, aber ich glaube, wir können mir sparen, weil. Läuft die jetzt mit mir mit, die alte Biatch, oder was? Biatch? Okay, ich sehe einen Händler. Oh, Attacke! Und wenn man den ganzen Scheiß einzeln klickt hier, ja? Oh, kann ich so einfach hier. Als Klicker durchs Leben zu kommen. Aber ich habe gelesen, ja? Ja. Was hast du gelesen? Dass, Scheiße, da ist noch ein Plünderer. Voll der Hardcore-Klicker. Ich bin so ein Hardcore-Klicker. Nee, dass die KI sich wohl merkt, wo man am liebsten angreift. Deswegen soll man sich häufiger bewegen und so, ne? Okay, hier liegt Loot. Goldzahn. Hey! Habe ich die Quest jetzt fertig oder was geht? Ja, die habe ich fertig, okay. Aber das, ich kenne das echt alles noch von früher, ja. Questbelohnungen. Boah, die hier steht ja alles, ey. Kombos sind bla bla bla, Shortcut leistet die Combo ausgelöst, bla bla, Kombos verbrauchen auf Dauer, yo. Okay. Fähigkeiten und Fähigkeitspunkte. Kommt ja alles noch nicht. Können wir die Tutorials erstmal ausmachen, oder? Und dann später draufklicken. Ja, weil das nervt, ne? Ja, aber jetzt sind die ja trotzdem alle noch da. Naja. Dann mache ich mal weiter hier, ja. Big Fancy. Was bist du? Du bist... Weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich noch im Tutorial-Dingens hier anfangen. Was bin ich denn? Weiß ich nicht mehr. Schurkin. Oder sowas. Was ist das? Der Erfahrungspunkt. Ach, die läuft jetzt mit mir. Ja. Ich bin auch. Ich bin gerade weiter nach oben auf dem Weg in den Dschungel. So. Ah! Oh Gott! Ja. Seebärenhose. Oh. Alles nehmen. Und noch ein Goldzahn. Ich überlege gerade, ja. Wer haut mich hier? Ja, wie kann ich diese Hose anziehen hier?
Ich sehe erstmal niente durch, ne? Man muss doch Taschen haben. Man hat eine Tasche, aber wo die ist, weiß ich nicht. Herausforderungstasche. Oh, da war doch, aber unter der Tutorials war ja auch eins für die Tasche. Jetzt habe ich mir das aber nicht gemerkt. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Wo ist die Tasche, Alter? Auch hier Ausrüstung und Inventar ist oben aus dem Reiter, der zweite Knopf da. So, jetzt habe ich mir meine Hose angezogen. Das ist wohl I? I ist es. Für Inventar. Ah. Hier ist es. Und die Zähne? Okay, die finde ich jetzt nicht. Sklavenmeister Sato töten. Genau da muss ich hin. Oh. Ich kann das noch nicht. Ich muss das irgendwann mal lernen hier, ne? Aber im Moment klicke ich den ganzen Shit hier noch. Noch ein Teil? Okay. Was ist das? Alles neben Seebärengürtel. Ein Gürtel! Hey! Da liegt auch noch Loot. Immer, Goldzahn ist wohl hier die Währung, oder? Keine Ahnung. Gürtel. Muss ich hin? Ja, ist ein Gürtel. Da ist doch eine Minikarte. Questziel, wo bin ich? Oh, greif mich jetzt nicht an, Mann. Du bist ein erfahrener Fallensteller. Ja, komm her, Bastard! Tja, da liegst du tot. Wo ist deine Tasche? Was ist der denn hier? Hä? Ich kriege Schaden von irgendwas. Kriegst du Schaden? Die hat mir gerade applaudiert hier. Fettiger Piratengürtel, ist der besser als den anderen? Ja. Den ich habe? Ja. Fettiger Piratengürtel, was im Namen? Da ist auch noch was. Questziel. Kasilda in die Stadt geleiten. Ist das die Frage, erstmal die Alte in die Stadt bringen, oder? Ja, die Alte muss man irgendwo hinbringen, aber wo? Ja, in die Stadt, da ist ja so ein Pfeil. Der Rotte da. Du kannst ja auch M drücken, dann siehst du die Karte. Aha, okay, jetzt kapiere ich es. Okay. Du siehst ja, wo du bist, aber ich sehe gerade, der Sklavenmeister ist näher dran. Also ich gehe jetzt erstmal in den Sklavenmeister umballern. Die sind Stufe 2, Alter. Alter, sind die hart. Ja, aha. Ich hab Kreuz. Okay, jetzt habe ich mal so einen Kombo-Scheiß gemacht. Oh, da kommt schon der nächste. Was ist das? Plus 20 EP, hey! Jetzt lassen wir erstmal looten hier. Alles nehmen. Ey, blassblaue Weste! Ich glaube, ich nehme ganz so nackt rum. Nochmal Loot. Das ist wieder ein Goldzahn. Kann man kein automatisch plündern hier? Kann man? Weiß ich nicht. Scheint nicht so. War ja meine Frage. Ja, jetzt sehe ich schon aus wie so ein abgehalfterter irgendwie Piratenmatrose so. Ach, jemand. Fleck. Ah, der hat einen Bogen. So. Ja. Der Hose hat Bogen, hat da. Da kommt schon der nächste. Aber. Ach, der, ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt sehe ich auch Bogen.
Also offensichtlich, so scheint mir das, ist das die abgeschwächte Version hier, weil ich habe gelesen, die haben die Finisher. Scheiße. Ich habe gelesen, die haben die Finisher abgeschwächt. Also kannst du keine Gliedmaßen mehr abschlagen und so in der deutschen Version, ne? Aha. Bin ich voll blöd, ey. Ja, vielleicht der kommt 2017, das was wir geguckt haben, war das was anderes. Nee, das ist wieder es gehört mit zur Spielreihe. Gott, ey, was ist das denn? Ein Boss. Was ein Boss? Ja, den musst du doch umnieten. Anführer der Wilderer. Anführer der Wilderer, Boss. Ach, jetzt sehe ich ihn. Puh. Schade, dass die Olle nicht mitkämpft, ne? Ja. Das ist die Frage, wen nimmt man zuerst hier? Ich glaube, ich gehe zuerst auf den Boss, weil ich habe gelesen, wenn du schlägst, dann schlägt er auf die anderen auch ein. Ja? Ja. Ich hab den beschafft. Ist nicht so. Gibt's hier was zu mitnehmen? Okay, gut. Ups. So ein Mikro-Ruckler gehabt hier immer. Glückwunsch, ich hab Stufe 3 erreicht. Ach, ich war schon 2 sogar. Die hören sich hier gegenseitig. Gott, das sind so viele. Puh. Ach da, ja. Ey, wilderer Haken. Ist auf jeden Fall besser als das. Nee, ist auch nicht besser. Doch, ein bisschen besser. Der Haken ist ein bisschen besser. Ein Stiefel. Sepia-Stiefel. Cool. Oh, jetzt sieht man echt aus wie so ein Billigpirat, oder? Oh. Die Kacke hier mal zumachen. Und Leute, wie bin ich überhaupt? Das. Grundlagen der Kampfhaltung. Okay, das werde ich irgendwann mal alles. Oh, Kampfstatus. Kampfstatus umschalten. Waffe wechseln. Ja, muss man sich irgendwann nochmal mit befassen tun, ne? Ja. Warte mal, wenn ich jetzt da lang gehe. Okay. Dann kommen wir hier. Ja, der eine war ja schon ziemlich schnell tot. Oh fuck, da ist noch einer. Der haut ab! Einer haut ab hier! Oh, jetzt kommt hier noch einer. Oh, holy crap. Oh, hier kommen ja drei hier. Da ist noch irgendwo ein Bogenschütze. Ey, Alter, was ist los? Was ist los? Ja, es sind ganz viele. Ja, hey! Bist du auch in diesem Dorf? Ja, da wollte ich aber noch gar nicht hin eigentlich. Die wollen noch nicht sterben hier, ne? Ja, aber wie erfrischt man Leben hier? Ja, keine Ahnung, hast ja noch nichts, ne? Ne. Okay. Hab ich geschafft. Ist er tot oder? Ne. Nee. Jetzt ist mein Leben wieder voll. Komischerweise, ich weiß nicht wie. Tägliche Herausforderung abgeschlossen. Nasenknochen. Kann man sich den selbst reinstecken, oder? Ey, wo ist mein Loot? Ich sehe mein Loot nicht mehr. Doch, hier ist Loot. Hier ist aber Loot hier. Geil. Tot bist du, du Kollege. Du Hu-Kollege? Ich bin ein 18er Spiel, aber die achtet drauf, wie sie spricht, oder was? Hier lag da auch noch einer, hier habe ich auch einen weggeballert. Ah, Schuhe! Da, tatsächlich, der liegt da noch Loot. Handbemaltes Kopftuch und schon wieder ein Goldzahn. Hack. Bitte, Kapirat!
schon da so knapp. Hier irgendwo muss ja auch gleich mal der Anführer sein, ne? Denke ich mal. Ich sehe echt aus, jetzt sehe ich aus wie so ein richtig billiger Pirat. Ah, jetzt bin ich da. Vielleicht eigentlich eher... Ey, wieso habe ich Ruckler? Ja, ich weiß, ich werde hier wohl noch einiges einstellen müssen. Ne, ich habe immer schon Ruckler und so. Also muss ich langsam mal üben, hier nicht immer ständig die Tasten zu klicken, ne? Oder die zumindest zu fixieren. Oh, jetzt muss man mit dem... Oh, ich habe was Neues erlernt. Was ist das? Was denn? Schmettern. Ach, ich auch. Das ist eine Leiche oder so. Finde ich blöd, weil ich weiß. Oh. Weil ich weiß, als ich das erste Mal gespielt habe, ja. Da war noch dieses ganze Abschlachten und so. Ne? Schuppiger Krokodil Lendenschutz. Und besser als das. Oh, eine Kiste. Große Truhe. Wo siehst du das Ding? Bei dem Sadurs Krummsaber. Das ist ach so. Der. Okay, ja, da muss ich ja eben. Wieso Bedarf? Ja, klar Bedarf, was meinst du? Ja, weil wir eigentlich in der Dings sind hier, Gruppe. Alles. Ja, wo ist der, Alter? Was ist? Da ist ein Tor und da ist eine Leiche. Ist da ein Blut hier? Kein Blut. Ey, wo muss man mit der hin? Ja, in die Stadt, aber die ist ja nicht hier. Du gehst ja gerade woanders hin. Ich bin hier vor dem Tor. Schade, dass man sich nicht sieht, ne? Aber keine Ahnung, ob wir das wollen. Ne? Ich meine, ich habe echt beschissene Klamotten an. Ja, hübsch machen vorher. So, der ist tot. Wir haben nicht alle Loot, ne? Kann das sein? Hm? Wir haben aber nicht alle Loot, ne? Kann das sein? Nee. So, hier irgendwo Sadur. Ah, da steht er ja. Ein Schwert. Ja. Ich hab immer noch mein... steht oh. Da vor Sadur? Wie ich kenne den Sklaventreiber. Mir scheint, die Götter lachen heute auf Sadur herab. Ich dachte, ich hätte als einziger überlebt, aber offenbar wurde ein Teil meines Eigentums verschont. Komm, ich lege dir ein Halseisen an und dann lassen wir dich arbeiten, Sklave. Du siehst aus, hättest du einen Kampf mit einem Bären verloren, ein Stück Dreck. Ja, das war er. Es war kein Bär, eine Kreatur, ein Monster. Was war das? Das Tor hier ist verriegelt und dieser Dämon bewacht den Ruinen. Naja, aber steht auch noch als Antwort. Nein, Sadur, es ist mir ein Vergnügen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich tot zu prügeln, du Hurensohn. Er dein Fleisch frisst, ja. Schnapp ich mir den Schlüssel. Zwei. Du würdest sterben, wenn du dieses Vergnügen zu kosten versuchst. Komm her und stirb, Sadur. Sadur ist ein. Das sind mutige Worte aus dem Mund eines Sklaven. Das hast du aber schon oft getan. Du hast auf meinen Befehl gerudert, hast so, jeden Befehl befolgt. Aber obwohl du das Mal trägst und für mich sehr wertvoll komm her, Sadur. Bist, verachtet Sklaven. Jetzt wird gefistet. Aufsässige Ware. Und du wirst dich nicht dem Dämon opfern. Zeit zu sterben, Sklave. Soll die große Schlange entscheiden, was mit deiner unwürdigen Seele geschieht. Oh, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ich hab mich gestunt. Oh, ich hab einen Crit gemacht. Ich hab gekrittet. Gekrittet? Ja, ich hab so hart gekrittet, ey. Das Blöde ist, dass diese Anzeigen, wenn man über die Knöpfe klickt, so groß sind, ne?
Salbe Bildschirm voll, Alter. Ja. Oh, da bin ich mit irgendeinem... Oh, oh, oh. Ich krieg aber ganz schön... doch einiges an Schaden ab, sag ich mal. So, Sadu ist tot. Okay. Brusttruhe. Ah, hier, Schwert, Bedarf. Und den Schlüssel. Ihr entdeckt was? Schwellendes Holz. Schwelendes. Schwelendes. Das heißt so wie glimmern, sowas. Also so am Glimmen, am Glühen so. Ach so. Inventarium. Schwert und Anstieg. Na her damit. Ah, das sieht gut aus. Oh, ich habe zwei Waffen. Echt? Ja, stimmt, du kannst ja zwei Waffen tragen. Ich hab jetzt diesen Haken und das Schwert. Stimmt, hab ich auch. Ha. Siehste? Cool. Was ist das? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Fliegen hier. So geht's hier gleich weiter beim Tor, ne?